KinoCast. Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe vom KinoCast. Mit mir im Studio ist die Kate. Hallo Kate. Hallo Erik. Ja, meine Wenigkeit ist der Erik und wir haben für euch wieder ein paar Filme mitgebracht. Zum einen, jetzt spielt sich ja wieder etwas Regelmäßigkeit ein, waren wir natürlich in der Sneak Preview und was wir da gesehen haben, dazu kommen wir gleich. Und ich war auch so nochmal im Kino, habe noch einen coolen Film angeschaut und die Kate hat eine Serie geschaut auf Netflix, die ich noch gar nicht so kannte. Sneak Preview. Wir beginnen dann mal. In der Sneak Preview hatten wir den Film Norman, heißt der im Deutschen. Hatte ich vorher noch nie was davon gehört. Im Original heißt der Film Norman, Doppelpunkt, The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer. Und der hieß, im Rahmen der Produktion habe ich rausgefunden, hieß der ursprünglich Oppenheimer Strategies. Und es gab auch mal einen deutschen Titel, der im Gespräch war, Norman, der bescheidene Aufstieg und tragische Fall eines New Yorker Geschäftsmanns, was ja quasi fast die Übersetzung wäre von dem eigentlichen Titel, den wir jetzt haben. Kate räumt derweil ihre Wohnung um, das ist auch nicht schlecht. Entschuldigung. Ich muss nur ein Kabel anschließen. Achso, nicht, dass du dann plötzlich weg bist. Nein. Da kam schon als Kommentar die Frage, wo du die letzte halbe Stunde von unserem Podcast warst. Irgendwie hat derjenige die letzte Folge nicht so richtig aufmerksam gehört, weil du warst ja im Rätsel auf jeden Fall drin. Natürlich. Ja, habe extra nochmal reingehört, nicht, dass deine Spur irgendwie dann weg ist oder so. Nee, aber naja. Also Norman. Ihr wart halt so im Gespräch. Ja gut, bei Dings hier, PUBG konntest du auch nicht so viel beitragen, glaube ich. Norman, zurück zu Norman. Hauptrolle spielt Richard Gere und Steve Buscemi sieht man auch noch eine kleine Nebenrolle und weiß gar nicht, wer war da noch alles. Da waren einige so bekannte Gesichter, die man aus diversen, Michael Sheen zum Beispiel war auch mit dabei. Und er spielt einen, ja, ich sag mal, einen Geschäftsmann, einen Consultant eher, würde ich sagen, der irgendwie Leute zusammenbringt und immer nur so netzwerkt. So. Und ja, ich bleibe erstmal ganz sachlich. Genau, also er lernt halt einen jungen Politiker kennen. Er geht da auf so eine Veranstaltung und da halten verschiedene Leute Reden. Und da halt einmal ein sehr erfolgreicher israelischer Politiker eine Rede und oder so ein Talk auf der Bühne. Und dann am nächsten Tag oder in der nächsten Session ist dann ein jüngerer Politiker, der quasi in dem Schatten dieses anderen Politikers steht und an den macht er sich so ein bisschen ran, also den verfolgt er so ein bisschen, stalkt den bis hin zu so einem Schuhgeschäft und ja, er kommt mit ihm ins Gespräch und er kauft ihm dann ein teures Paar Schuhe, weil er sich das nicht selber kaufen möchte und es gefällt ihm aber sehr gut und das ist irgendwie so die Basis für eine jahrelange Bekanntschaft, Schrägstrich Freundschaft zwischen dem New Yorker Geschäftsmann und dem israelischen Politiker, der ja auch durch die Gespräche mit Richard Gere, der diesen Norman Oppenheimer spielt, so ein bisschen Ambitionen bekommt, dass er doch noch mehr machen möchte, als einfach nur in dem Schatten von irgendjemand stehen, sondern auch die politische Karriere viel mehr forciert und ja, und irgendwann ist er dann sogar israelischer Premierminister und er kennt halt immer noch diesen, ja, seinen mittlerweile Freund aus New York und er kann davon auch so partizipieren, dass er ihn kennt und ja, das ist eigentlich so die Geschichte von dem Film. Dazu kommt noch, dass er dann natürlich auch, wo er mach mal das Fenster zu. Ich wollte gerade sagen, Kate, habt ihr Kinder, von denen ich nichts weiß? Jedenfalls, jetzt bin ich gleich ein bisschen raus. Jedenfalls, genau, wo er nachher Premierminister wird von Israel. In Israel ist eine sehr starke Opposition, erfahren wir dann dort, oder er bekommt dann ziemlich starken Gegenwind, da wird halt alles genau untersucht und irgendwie kommt man halt auch drauf, dass er da ja, vielleicht Verbindungen hatte zu Geschäftsleuten und da wird halt gesucht, hat er sich irgendwie mal bestechen lassen und
ja, da kommen natürlich auch seine Beziehungen mit Richard Gere so ein bisschen unter die Lupe. Und ja, das, ja, so will ich es einfach mal zusammenfassen. Der ganze Film geht 2 Stunden, kam mir länger vor. ist gedreht von einem, oder ist der erste englischsprachige Film, den dieser israelische Regisseur irgendwie gedreht hatte. Das ist eine US-amerikanisch-israelische Koproduktion und ja, so, das, so viel dazu. Habe ich was vergessen, Kate? Oder? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er klingt. Ach, stimmt. Nicht unbedingt. Ach, stimmt, du warst ja gar nicht mit. Er klingt nicht nach wahnsinnig toll. Und wenn ich mir so die Bewertungen auf so Facebook-Gruppe anschaue, war er wohl auch nicht so toll. Ach, stimmt, jetzt fällt mir. Stimmt, du warst da nicht mit dabei. Gut, dann kann ich ja doch noch ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, in meiner beruflichen Tätigkeit habe ich des Öfteren mal mit solchen Consultants zu tun gehabt. Leider muss ich fast sagen. Also es gibt gute Consultants und es gibt weniger gute Consultants. Und das, wie es hier im Film gezeigt wurde, ist auch einer dieser weniger guten Consultants. Einfach die wie so Scheiße am Schuh kleben und die du nicht loswirst und die einfach nur eine riesen Unruhe in Sachen reinbringen, die sie eigentlich nichts angeht, von denen sie auch keine Ahnung haben und die einfach mit ihren Lügen, dass sie jemanden kennen oder dass sie jemanden mit jemandem bekannt machen können oder dass sie ja bestimmte Sachen beschleunigen können, die einfach da so viel Schaden anrichten und den Schaden, den spüren sie aber selber gar nicht, deswegen laufen die halt so durch die Welt und wie ein Elefant durch einen Porzellanladen und machen halt einfach alles kaputt und ich frage mich auch immer wieder, wovon diese Leute eigentlich leben, wovon die ihren Lebensunterhalt bezahlen können. Und das sieht man hier im Film ja auch ganz gut, dass Richard Gere, man sieht ihn eigentlich gar nicht irgendwo eine Wohnung und anscheinend, ja, wer weiß, wo der überhaupt wohnt, der hat auch immer dieselben Klamotten an, aber das sieht halt ganz, ganz ordentlich aus, was er anhat. Und deswegen schöpft da keiner Verdacht. Und ich kenne ganz genau solche Typen, die wirklich einfach so durch die Welt rennen und immer sagen, ja, ich muss sie mit dem und dem bekannt machen und ich kenne den und den. Und das gibt es in jedem Kulturkreis. Das ist in arabischen Ländern ist das teilweise noch extremer. Aber ja, und dadurch ist auch schon sehr, sehr viel kaputt gegangen an Projekten, an guten Projekten, die man hätte realisieren können, weil ja, wir waren zum Beispiel, also es war noch in meiner alten Firma, das irgendwo ja im Gespräch, kann ich jetzt natürlich keine Namen und keine Firmen nennen, im Gespräch wegen einem sehr, sehr guten Projekt, was auch viele Arbeitsplätze geschaffen hätte in der Region. Und war eigentlich alles soweit klar, die Banken waren mit drin, Finanzierung. Dann kam irgend so ein windiger Consultant von der Seite rein und der sagte dann, ja, er kann da noch das und das arrangieren und der eigentliche Bauherr, der hat ist blöderweise auf den reingefallen und hat da den Versprechungen geglaubt. Und jedes Mal, wenn das irgendwie mal ein bisschen verbindlicher werden sollte, das sieht man hier im Film nämlich auch ganz schön, sobald wie es irgendwie verbindlich wird, so nach dem Motto, ja, ich kann, was weiß ich, Fördermittel beschaffen oder finanzielle Mittel und ich habe da jemanden, der wird hier investieren, anonymer Investor. Und kaum soll das mal ein bisschen verbindlicher gemacht werden mit Vertrag und sowas, dann platzt nämlich die Blase ganz schnell weg. Aber diese Consultants, die leben dann teilweise in ihrer eigenen Traumwelt, dass sie noch selber noch an ihre eigenen Lügen glauben. Und ganz, ganz schlimm. Also für mich war dieser Film nahezu unerträglich, weil ich genau solche Leute absolut nicht abkann. Und ich habe mittlerweile ein ganz gutes Gespür dafür, wann ich es mit solchen zu tun habe. Und es war für mich absolut unerträglich, da jetzt einen Film zu sehen, 2 Stunden lang, mit einer Person in der Hauptrolle, wo man eigentlich sagen würde, okay, das ist jetzt eigentlich eine Sympathiefigur, Richard Gere, der hat ja noch nie jemand irgendwie richtig Böses, glaube ich, gespielt oder so. Und nee, also für mich war der Film zum einen thematisch nichts, weil einfach eine Person porträtiert wurde, auch gar nicht mal so besonders. Es gibt eine dramatische Szene, ja, aber der ganze Film, 2 Stunden, der plätschert einfach nur so dahin. Du siehst ihn da irgendwie was arrangieren und machen und tun und baut da so sein Lügengebilde auf und ist einfach total uninteressant, der ganze Film. Ich weiß auch nicht, was das soll. Der Film, vielleicht, wenn man sich so ein bisschen für Israel interessiert, für diese politischen Sachen, aber wir hatten
Der Fabi hat ja auch im Gespräch hinterher gesagt, wir hatten ja diesen Miss Sloan, diesen Film mit diesen politischen Spielchen und so. Oh, das war ja noch, das war ja wahnsinnig gut gemacht und richtig spannend und getrieben und die Story hat einen mitgerissen. Und hier hast du auch irgendwie so ein bisschen politische Spielchen, aber es ist. Und dann irgendwie dieser Regisseur ist verliebt in Nahaufnahmen. Das heißt, du hast dann immer so die Kamera so, weiß nicht, wenige Zentimeter vor dem Gesicht desjenigen, der da spricht, und das auch noch so eine Ping-Pong-Kamera. Das heißt, der eine erzählt, bam, ist die Kamera so ganz nah davor. Dann antwortet der andere, bupp, geht die Kamera rüber auf den und ganz nah dran und dann wieder zurück und oh, siehst da jede Pore und alles. Ja, also nicht empfehlenswert von mir. Ich weiß gar nicht, jetzt gucke ich mal rein, was ich im ersten Eindruck dem Film gegeben hatte, aber mittlerweile noch mit paar Mal drüber schlafen ist der Film nicht besser geworden. Also ich, nee, Moment, ich schau gerade mal. Oder hast du es eher offen? Dann ich hab's offen. Du hast 4 Punkte gegeben. Ja, 4 Punkte. Ich glaube, ich würde sogar jetzt noch, ich gehe mal runter auf 3. Ich gehe mal runter auf 3 Punkte. Oh, 3 haben ja auch viele gegeben. Genau, ich entscheide mich nochmal um, weil der ist nach einer Woche nicht besser geworden und das ist ein schlechtes Zeichen. Und ich habe den auch nicht weiterempfohlen. Obwohl eigentlich, das ist immer so ein Film, den ich eigentlich noch kritischer bewerte, weil ich sage, es sind alle Zutaten da für einen guten Film. Du hast gute Darsteller, du hast finanzielle Mittel, also der Film sah jetzt nicht billig aus und sah jetzt nicht so aus, als wäre das irgend so eine kleine Indie-Produktion. Und wenn du es dann verkackst, dann ja, strafe ich den noch härter ab. So, jetzt 3 Punkte. Ja, wenn du die Seite einmal offen hast, kannst du ja gleich mal bitte die Sneak-Tipps machen für morgen. Ja, aber na klar. Also, es gibt, morgen ist Doppelsneak. Und ich habe gerade die Seite zugemacht, versehentlich. Morgen ist Doppelsneak und Sneak-A-Tipp heißt, damit wäre Carl Fredrickson nicht weit gekommen. Und die B-Sneak ist der Tipp, Schlafesschwester. In unserer Facebook-Gruppe gab es genau genommen eigentlich nur einen Kommentar. Es gab noch 6 weitere, also oder 5 weitere Antworten darauf, aber das ist, geht eigentlich nur um den A-Sneak-Film. Da wird getippt, dass der neue Film kommt. S. Also die neue Adaption des Stephen King-Films. Das macht für mich auch am meisten Sinn zu dem Tipp. Das hatten wir auch, das hatten wir auch getippt gehabt. Ja. Der Fabi und ich, wir sind da irgendwie drauf, relativ schnell drauf gekommen, weil ich habe nämlich einfach mal bei Google den Namen eingegeben und dann kam bei Bildersuche kam gleich der Typ aus oben und dann hat der Fabi gesagt, das kann eigentlich nur dann das sein wegen Ballons und so. Das glaube ich eigentlich gesagt auch. Und für die B-Sneak, ich habe auch mich mal umgeschaut, was da kommen könnte. Mir ist kein Film untergekommen, der zu diesem Tipp passen könnte. Ich habe noch einen. Weißt du was? Ja, ich habe noch einen. Der heißt Baumschlager. Den trage ich auch nachher noch ein. Das ist nämlich eine österreichische Komödie und das Schlafes Bruder, wenn ich mich recht erinnere, das war doch irgendwie so ein österreichischer Film oder sowas. Ach so, und das ist jetzt quasi das Schlafes Schwester. Eine Weitererzählung ist? Ein zweiter Teil oder so? Zweiter Teil, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich trage es mal mit ein. Es ist zumindest mal so ein österreichischer Film, der irgendwie demnächst anläuft. Und, warte, Baumschlager, was weiß ich. Weil ich dachte, es muss irgendwas Österreichisches sein. So, ich trage es mal mit ein. So. Ja, liebe Hörer, wenn ihr da auch euch auch beteiligen wollt, ihr müsst jetzt nicht hier in die Sneak gehen. Ihr könnt auch überall oder einfach, wenn ihr da schon während der Woche gucken wollt, könnt euch ja da beteiligen, wenn ihr da den Tipp lest und sagt, ah, ich habe eine Idee dafür. Das wäre natürlich cool, wenn ihr da bei uns was tippt. Einfach Metropol Sneak Stuttgart. Also Metropol Sneak, wenn man das bei Facebook als Suchbegriff eingibt, dann müsste das schon kommen, denke ich mir. So, mal gucken, habe ich noch irgendwas? Eine österreichische? Nee. Also ich hab halt geguckt, ob irgendwas mit Geschwistern oder Schwestern kommt oder irgendwas, wo auch das Thema Schlaf drin vorkommt. Ich habe nichts gefunden.
Ich bin sehr gespannt, was dann tatsächlich kommt. Ich kann mich nur erinnern, also diesen Film Schlafes Bruder, das war, glaube ich, Filzmeier, eine Filzmeier-Verfilmung oder so, aber. Naja, vielleicht ist das natürlich ein Hinweis. Vielleicht ist es auch Wann endlich küsst du mich? Eine Tragikomödie, eine lakonische Tragikomödie um eine Mutter und ihre zwei Töchter, die darum ringen, einen Platz im Leben zu finden. Das können natürlich auch sein. Ich kopiere das mal mit hier rein. Also, es wird hier alles live entwickelt hier in der Sendung, ihr hört das schon. So. Okay. Ich habe noch einen Film gesehen, da muss ich mir noch ganz kurz die entsprechende Seite dazu aufrufen, dass ich alle Namen parat habe. Nämlich Killer's Bodyguard heißt der im Deutschen, in Anführungszeichen, ja, weil ist ja nicht deutsch. Im Original heißt er The Hitman's Bodyguard mit Samuel L. Jackson und Ryan Reynolds. Und der Film ging auch ziemlich lange, fast zwei Stunden, 118 Minuten. Und worum geht's? Ryan Reynolds spielt einen Personenschützer und relativ am Anfang sehen wir, wie ein wichtiger Kunde von ihm, also er hat so High-Level-VIP, die er da beschützen muss, und da kommt einer zu Schaden und danach ist er erstmal aus dieser A-Liga raus, er kriegt dann halt keine Top-Kunden mehr, die er da beschützen kann, weil ja, ist einmal was passiert und so, da ist ein bisschen sein Ruf weg, dass seinen Kunden nichts passiert. Und dann im nächsten Teil der Geschichte sehen wir, dass es so einen richtig fiesen Typen gibt aus Weißrussland oder so, gespielt von Gary Oldman. Der ist total skrupellos und der soll vorgeladen werden vor den, wie ist dieser Gerichtshof da in, war das Den Haag oder weiß gar nicht, Brüssel? Ich glaube, Den Haag. Oder Brüssel, irgendwo sowas. Und da gibt es einen Kronzeugen, gespielt von Samuel L. Jackson, der im Gefängnis sitzt. Und das ist ein ganz böser Bube, der hat ganz viel angestellt und ist eigentlich ja Profikiller, muss man so sagen. Und der ist im Gefängnis und der soll aber gegen den aussagen. So. Es ist dann so, bei dem Transport von Samuel L. Jackson geht einiges schief, sodass Samuel L. Jackson auf der Flucht ist, zusammen mit einer Agentin, die ihn eigentlich beschützen sollte. Alle anderen haben das Zeitliche gesegnet. Und sie flüchten sich da erstmal in so eine Wohnung hier, in so eine, wie heißt das, diese Wohnung, die da manchmal so bereitgestellt werden, so als Fluchtpunkt oder so. Ja, die Hörer wissen, was ich meine, bestimmt. Oder jedenfalls. Und die Frau, die ihn da noch so, die noch mit ihm zusammen ist, die kennt den Ryan Reynolds, die weiß, dass der ein guter Personenschützer ist, also die haben auch was miteinander und ruft ihn an. Und dann gewinnt dieser Film eigentlich an Fahrt, weil in dem Moment, wo sich Samuel L. Jackson und Ryan Reynolds das erste Mal begegnen, erkennen sie sich beide und es ist so, dass beide schon mehrfach versucht haben, sich irgendwie gegenseitig umzubringen oder so. Und dann entspinnt das mal so ein riesen gegenseitiger Kampf und sowas. Und irgendwie beschließen sie dann doch, dass sie sich zusammen raufen müssen, um gemeinsam da irgendwie heil rauszukommen. Und das Ganze schwelt aber trotzdem noch zwischen den beiden. Und ist dann eine ziemlich coole, ja, so Buddy-Komödie mit, Buddy-Action-Komödie mit welchen, die sich so anfangs überhaupt nicht leiden können und dann doch irgendwie zusammenarbeiten müssen. Aber dann, dann gewinnt die Action Oberhand in diesem Film. Also da ist auch wirklich viel Schauwert geboten. Das ist dann noch in Amsterdam, wo sie noch so Bootverfolgungsjagden durch die Krachten und da fährt, was weiß ich, links auf der Straße neben der Kracht fährt ein Auto, aus dem Leute schießen und Motorräder fahren und sonst was alles. Und ständig ist irgendwie alles in Bewegung, ständig in irgendwelchen Häusern, die sind halt nur noch auf der Flucht und das, was den Film auch noch ein bisschen heraushebt, sind so die coolen Sprüche, die sich gegenseitig an den Kopf werfen, wenn es mal dazu kommt, zwischen den tausenden Schusswechseln und Explosionen und sowas. Ich hätte mir gerne ein bisschen weniger von diesen ganz vielen Action und eher von diesen Buddy-Komödien-Dings gewünscht, weil das war so richtig schön, so, weiß nicht, Ende 80er, Anfang 90er, so Little Weapon-mäßig irgendwie so. Es hat einfach gut gepasst, die Chemie zwischen den beiden hat einfach gestimmt, die Vorgeschichte hat auch irgendwie gepasst, das war so halbwegs ja, glaubwürdig und
wie sie dann gemeinsam agieren, sich dann doch gegenseitig beschützen, jeder rettet dem anderen mal das Leben und so. Das war schon irgendwie cool gemacht und die Bedrohung war auch spürbar. Also Gary Oldman ist halt auch irgendwie eine coole Socke, der kriegt das auch immer gut rüber. Und ja, es war dann halt doch ein bisschen zu lang. Also wenn das keine 2 Stunden gegangen wäre, sondern wenn man da irgendwie, man hätte locker eine halbe Stunde irgendwie einsparen können und wäre sogar noch preisgünstiger geworden, wenn man halt viele von diesen Action-Szenen weggelassen hätte. Ich glaube, dann wäre es ein richtig cooler, perfekter Action-Film gewesen, finde ich. Ja. Ist auch so, die nehmen auch beide ihre vorhergehenden Filmrollen, die sie so hatten, immer mal so leicht auf die Schulter. Die veralbern das jetzt nicht direkt, aber man sieht, kommen manchmal so kleine Sachen. Also bei Samuel L. Jackson kommt auch mal so eine Anspielung auf Pulp Fiction und so. Ist einfach cooler Film. Also kann man durchaus gucken. Halt ein bisschen zu lang. Aber ja, auf jeden Fall Empfehlungen für alle, die so Actionfilme mögen. Fürs Heimkino dann. Ich glaube, da taugt er dann auch locker. Da kann man ja zur Not dann auch mal anhalten und mal Mittagessen oder Abendbrot essen und dann später nochmal weitergucken. So Netflix merkt sich ja auch, wo man angehalten hat. Ne? Das ist ja immer das Gute. Und also da ist es dann auf jeden Fall empfehlenswert. Kino weiß ich jetzt nicht, ob man das da unbedingt. Ja. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, mir ist jetzt gerade eingefallen, wir haben heute überhaupt noch keine Jingles eingespielt. Also die lieben Hörer, merken das gar nicht so, weil ich kann das ja in der Post-Production noch mit reinhängen. Also mir ist gerade eingefallen, ja, ist alles noch so neu. Das war es auch schon so mit den gesehenen Filmen bei mir. Und gucken wir mal hier rein. Kinocharts und Neustarts. Oh, das war gleich ein bisschen laut hier. Die Charts, da sieht es wie folgt aus hier. In Stuttgart gucken wir doch gleich mal, wo das gelandet ist hier. Platz 12 ist nur noch Ostwind 3. Der Chris wollte doch da eigentlich ein paar Mal reingehen. Ja, ja, dachte ich eigentlich auch. Mit seinen Kollegen und so. Nein. Platz 11 sind die Pfefferkörner. Platz 10 ist The Circle. Platz 9, über den hat man ja auch ausführlich gesprochen in der letzten Sendung. Platz 9 ist Bigfoot Junior. Platz 8, die Puppe, das Prequel-Sequel, Annabelle 2. Platz 7 ist Atomic Blonde. Platz 6 ist Barry Seal, Doppelpunkt, Only in America. Platz 5, immer noch die Minions mit Ich einfach unverbesserlich 3. Platz 4, Jugend ohne Gott. Platz 3, Happy Family. Platz 2, Killer's Bodyguard. Hey, nicht schlecht. Verdient, würde ich fast sagen. Also, bloß ein bisschen zu lang. Aber ich habe gar keine Punkte gegeben. Ich würde mal sagen, so 7. Platz 1, immer noch Bully Parade. Der Film. Ja. Okay. Dann, achso, mir ist übrigens eingefallen, ich habe auch im Urlaub, das hatte ich in der letzten Sendung vergessen, ich habe Baby Driver nachgeholt. Echt? Ja, der lief im Original mit französischen Untertiteln. Aber das ist cool, oder? Stimmt, ich hatte nämlich dann überlegt, ich hab doch 2 Filme dort geschaut. Ich habe Valerian geschaut und ich habe überlegt, was war's? Weil ich dachte, oh, irgendwie drüber reden und so. Und dann ist mir eingefallen, ach nee, ich habe den nicht ins Dokument geschrieben, weil wir den ja schon hatten. Ne? Genau, also Baby Driver, extrem geiler Film. Also ich fand ihn richtig gut, tolle Musik und alles und ah, wunderbarer Film, extrem cool, toll gemacht, kann man auch empfehlen. Kurzkritik, ja, aber ihr habt den ja schon ausführlich gelobt in paar Sendungen. Der war auch fantastisch, ich würde den glatt nochmal gucken, ich fand den super. Ja, sehr, sehr gut. Schönes Ende auch, passt alles, sehr stimmig. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. So, und jetzt? Serien. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Kate hat eine Serie geguckt. Ja, jetzt darf auch ich mal was erzählen. Ja, schieß los. auf Netflix gibt es eine neue Serie. Und das Thema wurde schon mehrfach in Filmen besprochen. Ich glaube, 2 oder 3 Filmadaptionen gibt es inzwischen davon. Und zwar heißt die Serie Der Nebel. Basierend auf dieser Kurzgeschichte von Stephen King. Und da haben wir ja auch den wirklich sehr guten Film. Dann gibt es auch wieder einen sehr schlechteren Film. Und
mittlerweile in alle Variationen ja schon da gewesen. Nun hat sich Netflix der Sache angenommen und hat eine Serie mit 10 Episoden gemacht. Grundstory ist die gleiche. Eine Stadt wird von einem mysteriösen Nebel eingenommen, in dem das Grauen herrscht, quasi. Im Fokus der Serie steht eigentlich, sagen wir mal, hauptsächlich eine Familie, Mutter, Vater, Tochter. Der Tochter passiert auf einer Partynacht, passiert was und seitdem, und kurz darauf kommt der Nebel und dann kommt irgendjemand auf die Idee, es könnte ja sein, dass das alles daran liegt, dass ihr das passiert ist und es könnte ja auch sein, dass sie lügt und deswegen will die Natur sich rächen. Das war ganz sehr, sehr, sehr seltsam, das Ganze. Und es geht halt hauptsächlich um diese Familie. Die Mutter und die Tochter sind im Einkaufszentrum gefangen. Der Vater zu Hause, beziehungsweise der schlägt sich dann oder versucht sich durchzuschlagen bis zu diesem Einkaufszentrum, zu der Mall. Und dann gibt es noch so Side-Charaktere, die Nachbarin, die dann eben der Meinung ist, dass die Natur sich rächen will an der Menschheit. Und dann gibt es noch den Pfarrer und den Mallbesitzer. Und alle haben so ein bisschen so Nebenstories. Aber der Hauptcast ist quasi diese Familie. Das ist eigentlich auch schon alles, was in der Serie passiert. Man versucht sich da irgendwie durchzuschlagen, dahinter zu kommen, was mit dem Nebel passiert. Ach genau, es gibt auch noch einen Typen, der wacht auf in einem Army-Outfit, also in so einem Tarnanzug, und hat aber sein Gedächtnis verloren. Und der scheint da irgendwie mit drin zu hängen in dieser Nebelgeschichte. Ja, aber er, wie gesagt, er hat halt sein Gedächtnis verloren, erinnert sich an nichts. Und der schlägt sich dann mit diesem Vater da durch den Nebel und von Haus zu Haus und was weiß ich. Das Ganze, also ich finde es ja ganz, ganz gut, wenn man versucht, diese Themen, die ja auch so ein bisschen mystisch sind, mit diesem Nebel und das irgendwie mal ein bisschen mehr zu erklären, finde ich generell immer eigentlich eine ganz coole Idee. Das hat, finde ich, in der ersten Staffel von Under the Dome zum Beispiel auch funktioniert. Da hatten wir ja ein ähnliches Thema. Stadt wird von so einer Kuppel eingenommen. Muss jetzt gucken, wie sie klarkommt. Und das ist, ich finde aber bei der Serie Der Nebel ist das nicht ganz so gut gelungen. Ich fand die teilweise wirklich sehr zäh, sehr langweilig. Es war immer dieses, ja, wir müssen jetzt überleben und irgendeiner tickt dann halt mal durch und dann schießt irgendwen. Und dann auch dieser Hintergrund mit diesem Army. Captain wird, finde ich, nicht ausreichend beleuchtet, sodass man sagt, jetzt wird es interessant, jetzt muss ich dranbleiben. Die Tochter spielt auch noch eine relativ große Rolle und ihr Kumpel. Aber es wird halt irgendwie die ganze Zeit wird ein Spannungsbogen aufgebaut. Dann kommt in der letzten Folge kommen ein paar Sachen ans Licht und dann ist die Staffel zu Ende. Und du hast dich gefragt, warum habe ich mich jetzt eigentlich durch 9 Folgen gequält? Wenn mir am Ende das eigentlich klar ist, was ich mir am Anfang schon gedacht habe, was dahinter steckt und was passiert ist. Das ist alles sehr hervorsehbar und ich finde einfach, das ist eine schlechte Adaption. Also, wie gesagt, man kann es mit Under the Dome vergleichen. Da war die erste Staffel noch ziemlich cool, fand ich. Und die zweite und dritte hat dann immer mehr abgebaut. Und bei der dritten war es halt, man muss ein Ende bringen. Und ich hoffe sehr, dass es bei Der Nebel, wenn eine zweite Staffel kommt, dass die ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, dass die spannender wird. Ja, dass man da mehr auf das eingeht, was der Nebel mit den Menschen macht und wo der herkommt. Und nicht mehr diese seltsame Familie da im Mittelpunkt steht. Und ja, das hat mir einfach nicht so gut gefallen. Ich glaube, man hätte das besser umsetzen können. Deswegen, also ich habe sie mir ganz angeschaut. Ich habe zwischenzeitlich überlegt, ob ich aufhöre. Aber ich wollte dann wissen, ob ich recht habe, weil ich mir am Anfang schon gedacht habe, worauf es hinausläuft. Und ich habe es dann zu Ende geguckt. Aber alles in allem, muss man nicht angucken. Ich guck gerade Da mal, soll wer man sich so. lieber den guten Film angucken. Ich schau gerade mal, wer so dahinter steckt und was die noch so gemacht haben. Okay, also der Creator, das ist wohl ein Däne. Mal gucken. Und die anderen, Ich diese. habe auch außer der Nachbarin habe ich keine Schauspieler gekannt.
Also weder von dem Hauptcast. Geil. Ich glaube, den Army-Typen kannte ich noch irgendwoher. Morgan Spector, Eliza Sutherland. Ist die verwandt mit Kiefer vielleicht? Nein. Sieht so ein bisschen vom... Warte mal, mal sehen, was hier steht. Steht hier nichts da. Ich glaube, mehr oder weniger Unbekannte hier. Ich kenne die auch alle vom Namen her nicht, die hier so stehen. Aber wurde mir komischerweise auch nicht eingeblendet. Normalerweise machen die doch immer aggressiv Werbung, wenn sie mal was Neues haben. Also ich kriege ja immer Mitteilungen, wenn irgendwas... Also Netflix teilt mir ja immer mit, was sie glauben, was ich gut finden könnte. Und dann kommt immer hier neue Staffel oder neue Serie der Nebel. Oder jetzt gestern kam aufgepoppt zweite Staffel von The Expanse, weil da habe ich die erste geguckt. Und das finde ich immer ganz cool und ich gucke dann auch immer rein. Aber ich weiß nicht, der Nebel hat mich nicht im Dunkeln gelassen. Okay. Kann man das so sagen? Ja, ich fand den irgendwie schwammig, die Serie. Wie gesagt, ich finde, die Story wäre besser gewesen, wenn man sich nicht so auf diese Familie fixiert hätte, sondern mehr auf diese Gemeinschaft und auf die Hintergründe dieses Nebels und was der Nebel mit einem so anstellt und so. Das hätte ich irgendwie besser gefunden. Hat auch bei IMDb eher so eine Durchschnittswertung mit 5,4 Punkten. Ich weiß gar nicht, ob ich da eine ganze Staffel durchgehalten hätte, wenn mich das nicht so catcht, bin ich ein bisschen... Nee, ich glaube auch nicht, dass es was für dich ist, weil das ist wirklich relativ platt, die Serie. Also, wie gesagt, ich habe sie eigentlich nur zu Ende geguckt, um zu gucken, ob meine Vermutung von Anfang, ob ich recht behalte. Ja? Und ich hatte recht behalten, deswegen ich würde mich schwer tun, eine zweite Staffel anzugucken. Also, glaube aber auch eher, dass das beendet wird, dass da gar nicht weitergemacht wird. Mit der zweiten Staffel glaube ich gar nicht. Ich bin ja gerade sehr technisch, schließe ich gerade bei Modern Family so langsam aber sicher wieder zum aktuellen Stand auf. Das habe ich mir eine Zeit lang irgendwie liegen gelassen, das konnte ich irgendwie gerade nicht so richtig gucken. Aber da bin ich jetzt mittlerweile dabei und weil wir ja letzte Woche Rick und Morty hatten, da habe ich Lust bekommen, auch mal wieder reinzugucken. Und da gibt es ja nicht viel Material. Und da habe ich jetzt heute auch gleich mal so die ersten 4 Folgen geguckt. Die gehen ja nicht lange. Und ja, was habe ich noch? Ich gucke gerade wieder, was ich lange nicht geschaut habe, Star Trek Enterprise. Und zwar hatte ich damals immer nur so mal hier eine Folge, mal da eine Folge geguckt, aber jetzt so richtig hintereinander weg habe ich es nicht geguckt und hier auf diesem Sender Sci-Fi HD, da kommt das gerade alles und da habe ich mir das so programmiert, dass der mir das einfach alles aufnimmt. Und ja, da kamen heute auch wieder ein paar Folgen und so. Ja, das gucke ich jetzt gerade. Also nichts Aktuelles, das haut jetzt keinen vom Hocker. Wir müssen aber ich muss meine Hausaufgaben machen für den Podcast Fortsetzung folgt, wo ich ja noch mitmache. Da haben wir The Deuce, diesen über die Pornoindustrie, der New York der 70er. Da macht jetzt gerade Sky immer aggressiv Werbung, weil das läuft doch irgendwie auf Sky. Das wäre ich dann irgendwie bei Sky Go oder so, kann man das gucken. Mit Maggie Gyllenhaal und James Franco. Soll irgendwie voll geil sein, die Serie. Also da sieht man natürlich nichts. Das ist halt eine Serie, die in diesem Milieu spielt. Ne? Dann haben wir noch The Sinner mit Jessica Biel. Eine Mutter bringt plötzlich Mann um und niemand weiß warum. Und noch die neue Serie mit Dawson von Dawson's Creek, mit James Vanderbeek, der einen Musiker spielt in einer fiktiven Fernsehsendung, die heißt What Would Diplo Do? Ja, die müssen wir gucken. Also das mit Jessica Biel muss ich mir dann sagen, wie das war. Das würde ich kannst du dann gerne unsere Folge hören? Ja. Ich habe nämlich den Trailer gesehen und war total begeistert. Schon allein von dem Trailer. Wir nehmen aber erst, also heute, Tag der Aufnahme ist der 10.9. Wir nehmen aber erst am 19. auf. Ja, na, ich muss ja auch irgendwann noch gucken. Ich habe es ja noch nicht geguckt. Dann naschst du gerade was nebenher? Ich habe gerade mal einen Bonbon in den Mund genommen. War keine gute Idee, habe ich gerade gemerkt. Ging aber so automatisch hier irgendwie. Ja, heute ist eh irgendwie komisch. Heute ist alles anders. Deswegen isst du deinen Bonbon. Was ist denn anders? Ich weiß nicht. Draußen
rennen Kinder rum und ich muss mein Fenster zumachen. Meine Katze steht die ganze Zeit da und ich habe das Gefühl, jetzt nimmt bestimmt gleich unsere Tonaufnahme ihr Schnurren auf. Heute ist alles komisch. Bestimmt Schalke-Fans vor deinem Fenster, die sich freuen. Wahrscheinlich. Okay, das war's dann zu dem Thema Serien heute. Games haben wir auch nichts, da habe ich jetzt nichts Neues. Demnächst kommt FIFA und so. Dann machen wir doch gleich mal damit weiter. Rätselecke. Zuerst natürlich mit der Auflösung des Rätsels von letzter Woche. Ja, du lachst. Kate hat sie mal... keiner erraten. Das war auch schwer. Ich hatte auch überhaupt keine Idee im ersten Moment. Jetzt bin ich gespannt auf deine Lösung. Film. Also Moment, ich erkläre das. Klar war es ein Film. Es war ein Film, der lief am Freitag, den 1.9. um 21 Uhr auf ARD One. Und der hieß Out of Rosenheim. Ah, das sagt mir sogar. Habe ich damals aber nicht geguckt, weil ich die Hauptdarstellerin fand ich total nervig. Wie heißen die? Marianne Rosenberg oder wie hießen die? Ach, ich keine Ahnung. Warte mal, wie hießen die? Marianne Sägebrecht. Sägebrecht, ja, nicht Rosenberg. Ich komme auf Rosenberg, das war doch die Sängerin. Marianne Sägebrecht, die fand ich so nervig. Ich habe die Beschreibung gelesen und habe mich köstlich drüber amüsiert und dachte, den musst du nehmen, da kommt niemand drauf. Siehst du mal, ich habe sogar den Anfang damals von dem Film geguckt, konnte mich aber nicht mehr dran erinnern, das ist ewig her. Aber der ARD One HD, der ist prinzipiell empfehlenswert, der Sender. Da ja, die haben gute Sachen. Kommen gute Sachen, kommen Serien, ab und zu mal ganze Konzerte, die sie übertragen und so. So, was hast du heute? Ich habe mir was Neues ausgedacht. Also, Achtung. Partystimmung am Ufer des Mississippi. Viel junges und schönes Volk ist zum Ghetto-Fest zusammengekommen. Zur selben Zeit entkommen Schmuggler in den umliegenden Sümpfen einem gefährlichen, riesigen Biest. Mhm. Eieiei. Ich habe den Film gesehen. Ich mal in das Programm von One HD gucken, was da so alles kommt. Also meins. Gibt einen anderen tollen Sender, da kommt immer so cooles Trash-Zeug, das ist voll gut. War das Schläferz, schlechteste Film alles. Mein Rätsel von letzter Woche ist rausgekriegt worden von Mike. Der hat nämlich aufgelöst Fight Club. Das war richtig. Also die Frage war ja, ein Angestellter schlägt sich die Faust so lange ins Gesicht, bis er sich selbst K.O. geboxt hat. Das war eigentlich schwer. Genau, der Angestellte hat keine Lust, weiter als kleiner Angestellter sein Leben zu fristen. Er möchte eine hohe Abfindung. Im Büro des Chefs schlägt er sich deshalb selber blutig. Jeder glaubt, er sei von seinem Chef niedergeschlagen worden. Und so erreicht der Angestellte das, was er wollte. Ja. Und mein heutiges Rätsel hat die Überschrift Todeskuss. Und jetzt genau zuhören, dann kann man schon in die richtige Richtung denken. Der Geheimagent soll meuchlings ermordet werden. Aber ein Kuss rettet ihm das Leben. Das war's schon. Ist ein sehr bekannter Film. Jawohl. Ich habe den sogar gesehen. Ich würde sogar sagen, in der Rubrik Lieblingsfilme ist er bestimmt irgendwo mit enthalten. Bei mir. Oh, so weit sogar. Ja. Nicht schlecht. Ah, tolle Darsteller. Cooler Film. Allerdings schon, ja, also für die jüngere Generation, die uns jetzt vielleicht zuhört, da müsste man vielleicht mal irgendwo in die dritten Programme gucken, ob der noch irgendwo läuft oder. Ach Gott, das ist also ein bisschen älter. Ja, ist ein bisschen älter als Fight Club. Mal gucken, ob das jemand rausbekommt hier. Ich glaube, wir haben da ganz gute Rätselfüchse da draußen. Und die kriegen das schon geknackt. Ich werfe gerade mal einen Blick in die Kommentare vom letzten Mal. Es war ja eine pickepackevolle Sendung. Ging erst sehr lange. Haben sich anscheinend so einige angehört. Der Mirko 1976 hat ja auch kommentiert, Sommerpause ist vorbei, er freut sich, hat viel geschaut, allerdings hauptsächlich im Heimkino und Sounddesign gefällt ihm ganz gut, auch wenn er lieber eine weibliche Stimme gehört hätte. Tja, Mirko, du hast ja vielleicht mitbekommen, wie ich so rumgefragt habe und nach einer Station Voice gesucht habe, verzweifelt. Hat sich weibliche Stimmen nicht so, eigentlich gar keine. Es haben sich ein paar Männer gemeldet gehabt, ja, genau. Und ich fand den Daniel eigentlich am passendsten, wo von der Art her, wie so die Stimme aus dem Trailer, in den Sprechproben und so, das war schon ziemlich cool. Aber
nichts ist für die Ewigkeit. Wenn man dann irgendwie so ein paar Jahren, wenn ich dann mal wieder Lust habe, hier das Sounddesign zu verändern, dann ja, kannst ja gerne irgendjemand vorschlagen, wenn du da jemand kennst. Er würde gut finden, wenn ihr jetzt bei diesem Standard bleibt, nicht versucht, noch professioneller zu werden. Ansonsten leidet irgendwann seiner Meinung nach der Charme des privaten Podcasts darunter. Naja. Ist doch gut, dass man heute die ganze Zeit meine Katze hört und draußen die Kinder vorbeirennen. Ja, genau. Ich finde auch, ich höre selber auch viele Podcasts, wenn das irgendwie, wenn man merkt, dass die Macher immer mal versuchen, da was dran zu verbessern, was ihrer Meinung nach vielleicht verbesserungswürdig ist oder keine Ahnung, also wenn man merkt, dass irgendjemand was an der Sendung macht und tut und besser machen oder besser werden will, das finde ich eigentlich immer ganz angenehm als Hörer, wenn du nicht so reinhören kannst in eine Sendung von vor 2 Jahren und da war schon alles genauso das Gleiche. So vom Intro bis zum irgendwas und von der Art und Weise. Finde ich immer ganz gut, wenn das ein bisschen lebt. Also deswegen, meine allerersten Sendungen sind ja auch noch abrufbereit und bis zu heute sind schon einige Schritte und wer weiß, ich meine, jetzt haben wir schon einen ganz guten Stand erreicht mit Kapitelmarken und die Audioqualität ist eigentlich ziemlich gut. Also bis auf, er kreide ein bisschen an, Kate, dass du ein bisschen eher so telefonmäßig klingst, Skype-mäßig. Kann halt, weiß nicht, an der Soundkarte oder keine Ahnung. Ist halt vom Klang her, wir sind halt nur, in Anführungszeichen, nur übers Internet miteinander verbunden. Es ist halt nicht, wir sitzen halt nicht live irgendwo. Und ja, ist schon mal wesentlich besser, als zum Beispiel über Skype oder Teamspeak aufzunehmen, hier diese Lösung mit Reaper und mit Studio Link. Und ich denke mal, das ist schon weiter vorn als einige andere Podcasts. Und gerade das widerspricht sich da ein bisschen, Mirko, mit, wenn du sagst, hier, wir sollen lieber nicht zu professionell werden. Der nächste Schritt wäre dann, dass die Kate sich auch noch so ein Setup hier herstellt, wie ich hier habe und wieder Chris hat. Und das muss ja dann auch irgendwo nicht sein. Das soll ja alles noch irgendwo halbwegs Spaß machen im privaten Rahmen, ne? Ja, genau. Ja. Mag mein Mini-Setup. Ja, ist ja auch bei vielen, die Podcasts machen, die dann irgendwie, ich sehe das auch, ich bin dann so in diesem Forum drin da mit dem, wie heißt das, nicht Ultraschall, aber wie heißt das, Sendegate, genau. Da sind halt viele, die sich melden, sagen, hey, ich will einen Podcast machen, was brauche ich da? Ich brauche da das und das Mischpult und hier diese, was weiß ich, teuren Mikrofone und das und ich brauche da Setup für 4 Gäste und sonst was. Ah, ich weiß nicht, ob man da so rangehen sollte, dann lieber klein anfangen und dann peu à peu ein bisschen was machen. Bringt mehr, als wenn man da irgendwie gleich mit Kanonen auf Spatzen schießt. Lieber erstmal anfangen. Und genau, er schreibt auch, das Wichtigste bei einem Podcast ist für ihn auf jeden Fall der Inhalt und wie es rübergebracht wird. Und da sind wir perfekt. Oh, perfekt ist natürlich ein großes Wort. Da ich sehe da immer noch Raum für Verbesserungen überall. Ich höre mir eigentlich fast jede Sendung selber nochmal an irgendwie und schaue dann, ob mir irgendwas auffällt, was man vielleicht beim nächsten Mal verbessern könnte. Er schreibt, als ich letztens irgendwann mal in der Bücherhalle in Hamburg war, hat er irgendeinen Film mit N gesucht und mir ist beim Suchen die Blu-ray von Nummer 5 lebt in die Hände gefallen. Wieso sucht man einen Film mit N? Ist das so eine Art wie Sneak Preview? Ich nehme jetzt heute, gucke ich irgendwas mit N. Ja, vielleicht ist ihm nicht mehr eingefallen, wie er hieß und wusste noch, er fängt mit N an. Das kann auch sein, ja. Ihm sind sofort 1000 Kindheitserinnerungen in den Kopf geschossen und er hat den Film sofort mitgenommen. Ihn würde jetzt interessieren, ob es bei uns, Kinocast-Team und Hörer, also liebe Hörer, ihr seid auch aufgefordert, auch solche Filme gibt. Ich nehme an, er meint Filme, die man so aus der Kindheit kennt und die man vielleicht lange nicht gesehen hat. Ach nee, er schreibt es ja sogar. Ich meine damit Filme, die vielleicht nicht unbedingt gut sind, aber totale Kindheitserinnerungen wachrütteln. Bei ihm war es zum Beispiel die Nummer 5-Reihe, Flug des Navigators, Police Academy 1, Rocky 4. Warum gerade Rocky 4? Okay. Bis zum nächsten Mal. Macht weiter so. Also Nummer 5 finde ich immer noch super. Und jetzt, wo ich Kinder habe, ich sehe es ja auch so ein bisschen als meine Pflicht an den Kindern auch so ein bisschen, ja, Filmperlen nahe zu bringen. Ja, dass die nicht so mit diesen ganz
neuen Sachen so sehr, sondern dass die auch ein bisschen die guten Klassiker kennen. Und da haben wir natürlich auch Nummer 5 lebt und Nummer 5 gibt nicht auf hier. Zu viel Input. Haben wir natürlich auch geguckt und das funktioniert immer noch. Also das, was uns Erwachsenen auffällt, dass da vielleicht manche Effekte nicht perfekt sind oder irgendwas. Ja, es macht den Kindern eigentlich nichts aus. Die gucken da auf die Story, dass das irgendwie niedlich ist. Und ansonsten, weil du es Flug des Navigators auch großartig. Police Academy 1, ja, weiß ich nicht. Finde ich furchtbar jetzt, diese Reihe. Überhaupt. Hast du da mal wieder einen gesehen, Kate? Von den? Ich hasse Police Academy. Ja, na, früher auch. Ich habe es noch nie gemacht. Ja, ich mein, ich finde das nicht lustig. Ganz früher fand man das mal irgendwie lustig. Genauso wie die Otto-Filme, die finden wir auch jetzt nur noch unerträglich. Ja, oder Didi, die Didi-Filme. Didi, der Doppelgänger. Die waren damals schon irgendwie cool, aber ja. Und Rocky 4, weiß ich nicht. Also Rocky 1 ist natürlich super. Und 2 auch noch. Und 3 war das mit Mr. T, ne? Rocky 4 war doch mit Dolph Lundgren, glaube ich, ne? Ich bin recht da, ne? Ja, ansonsten, also Kindheitserinnerung, bei uns war es ja so, es kamen ja nicht viele, in Anführungszeichen, Westfilme ins Kino bei uns. Das war ja immer nur, wenn mal irgendwie Gefangenenaustausch war, dass da irgendwie mal ein paar Devisen vorhanden waren, dann haben die mal einen Film gekauft, der lief dann halt sehr lange. Zum Beispiel Dirty Dancing habe ich irgendwie relativ oft gesehen im Kino. E.T. habe ich oft gesehen. Dann einen Film namens FX, Tödliche Tricks. Fand ich auch super. Oder Das fliegende Auge. Beverly Hills Cop habe ich auch ewig oft geguckt. Fand ich auch ziemlich cool. Und ich glaube, den ersten Teil, den kann man immer noch gucken. Ja. Was ist bei dir so? Hast du noch irgendwas? Ich überlege gerade. Also ich glaube, dass der Film, also es gibt so zwei Filme, die haben bei mir in der Jugend oder in der Kindheit, ich weiß es nicht, am meisten Eindruck hinterlassen. Egal, ob jetzt gut oder schlecht. Und zwar ist es zum einen der Gute, ist Die unendliche Geschichte. Ich liebe diesen Film. Der ist super, ja. Und ich heule heute noch, also ich könnte allein bei der Erinnerung an diese Szene, könnte ich in Tränen ausbrechen, wo Atreo sein Pferd in diesem Schlamm verliert. Artax. Oh ja, wo das dann so einsinkt. Ich kann ne? das nicht angucken. Ja, wo das dann so einsinkt, ne? Oh. Ja, und er versucht es raus. Oh mein Gott. Allein bei der Vorstellung könnte ich gerade schon wieder heulen. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Und es ist auch so, das ist so unglaublich realistisch gewesen. Und das ist auch heute noch, finde ich, das ist herzzerbrechend. Das ist unfassbar. Man kann übrigens, hat schon Eindruck hinterlassen, der Film. Man kann übrigens in den Bavaria Filmstudios kannst du auf Fuchur reiten. Ja, egal. Fuchur ist cool. Ja, München ist nicht weit weg, ne? Welcher Film halt mir auch echt nachhängt und der echt, glaube ich, einen Knacks bei mir hinterlassen hat, ist tatsächlich Stephen King's S. Den hast du als Kind gesehen? Ja, ich habe den als um Gottes Willen. Der kam nachts und ich war irgendwie 12 oder 13 oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Und da kam der im Fernsehen und ich wollte den angucken. Und ich hatte so einen kleinen Fernseher bei mir im Zimmer stehen. So einen ganz alten, kleinen Röhrenfernseher. Und meine Mutter so, nein, du musst ins Bett, du hast morgen Schule und der Fernseher bleibt aus und so. Und ich habe den aber angeguckt. Und das war die schlimmste Nacht meines Lebens. Aber das kann ich mir denken. Das ist doch... Ich habe den dann, also ich glaube, dass es an diesem Film liegt, dass ich so Angst vor Clowns habe. Das ist ein Fall fürs Jugendamt hier. Ich habe ja Kopfkaulrophobie. Das ist nicht lustig. Das ist echt nicht witzig. Und ich glaube, dass der Film ausschlaggebend war dafür. Und ich finde den auch heute immer noch extrem gruselig. Und ich habe den dann später als Erwachsene nochmal geguckt. Und da fand ich ihn immer noch ganz schrecklich. Ich habe immer die Augen zugemacht, wenn man Pennywise gesehen hat. Ein Fall fürs Jugendamt. Mehr sage ich da nicht. Ein Fall fürs Jugendamt. Ach mein Gott. Die Mama war halt, die hatte. Das war aber auch echt so. Die hat auch gesagt, wenn ich kriege einen Fernseher ins Zimmer, dass ich nach wenig Hausaufgaben geguckt habe und so, gemacht habe, dass ich auch noch eine Stunde Fernsehen gucken kann. Und das hat auch immer funktioniert. Also ich habe auch wirklich, meine Mutter hat mir das dann so beigebracht und gemeint, du musst morgen aufstehen. Also überleg dir, wann du den Fernseher ausmachst. So, aus dem Stand eine Stunde rum. So, also das war dann immer so eine erzieherische Maßnahme. Das hat immer funktioniert.
ich habe wirklich, irgendwann kommt ja auch nichts mehr, was du als Kind oder als Jugendlich interessant findest abends. Ne? Hast du dann ausgemacht, habe ich meine Kassetten angemacht, habe Kassette gehört und noch was gemalt oder so. Bis dieser Abend war, wo ich in der Zeitung auf dem Esstisch bei mir daheim gesehen habe, dass dieser gruselige Film kommt. Und ich weiß gar nicht warum, aber ich wollte ihn unbedingt sehen. Und der war so schlimm. Ich habe da echt einen Schaden von getragen. Solltest du dann vielleicht morgen doch nicht in das Sneak gehen? Ne? Ja, genau das ist die jetzt Wahrscheinlichkeit mein Problem. Hoch ist, obwohl jetzt, wir sind ja bei dir, oder? Ich, erstens das. Zweitens, ich bin ein großes Mädchen. Ja, also ich bin ja jetzt nicht mehr 12, aber ich finde ja, also wenn ihr mir mal einen Clown vor die Nase setzt, dann erstmal kriegt der einen Schlag ins Gesicht, ihr kriegt einen Schlag ins Gesicht und ich hau erstmal ab. Ja, also, deswegen, also ich habe überlegt, ob ich einfach morgen mit so einer Kapuze ins Kino gehe und jedes Mal, wenn der Clown kommt, ziehe ich die Kapuze runter. Kapuze. Kannst du Augen zumachen, geht vielleicht schneller als Kapuze. Nee, das ist, da muss Schutz davor sein. Ja, aber vielleicht kommt er nicht, also ich habe ja vielleicht noch Glück, vielleicht kommt er doch nicht und wir tippen voll daneben. So viel zum Thema Kindheitsphobien. Ja, wenn er kommt, werde ich es durchstehen. Ihr seid ja bei mir. Tja, das ist natürlich spannend jetzt. Mal sehen, ob der morgen kommt. Mal gucken. Ich mache dann mal heimlich ein Foto von Kate. Nein, bitte nicht. Vielleicht dann posten in unserer Facebook-Gruppe. der Supergoofy hat auch noch geschrieben, ich nehme an, das ist bayerischer Akzent oder so. Was soll ich sorgen? Schön, dass er wieder... Soll ich sorgen? Wieder, schön, dass er wieder da sind. Ah, du kannst besser. Dann ja, wieder. Das ist bayerisch, würde ja, ich sagen. Und ja, der Mike hatte noch das mit dem... Fight Club richtig geraten und hat sich gewundert, dass die Kate die letzte halbe Stunde nicht online war. Das wundert mich sehr, weil du hast ja auch... Also ich war da. Aber lieber stimmt. Mike, die haben da über so ein komisches Computerspiel geredet. Ich habe mich da einfach mal ausgeklinkt und die reden lassen. Ja, aber die letzte halbe Stunde doch nicht. Das würde ja bedeuten, also da ging ja 1,47. Das würde ja bedeuten, jetzt ist der Mathelehrer nicht da von 1,27, oder? Nee, Quatsch, 27, 37, 47, nee, 1,17, genau. Und ja. 1,17 war mitten in Death Note. Also das kann ja schon mal nicht sein, nee, das hast du ja vorgestellt. Dann hast du bei 1,27 Netflix Atypical vorgestellt. Ja. Okay, dann gebe ich zu, dann hatten wir Rick and Morty und PlayerUnknown Battlegrounds. Da war ich still. Genau, und Gamescom habe ich nur eine Minute, also das war ja nun hinten ein Placken. Dann kam ja auch das Filmrätsel. Genau, also da hat er nicht richtig zugehört hier. Ich glaube, aufgemerkt zuhören hier, liebe Hörer. Und ich gucke gerade nebenbei schon mal in Richtung Amazon, was da so bestellt worden ist. Jetzt kann man ja wieder die letzten 7 Tage anzeigen lassen. Du kannst auch noch den Jingle einspielen. Für was? Den wir schon, der Briefkasten, oder? Haben wir natürlich. Haben wir wieder vergessen. Ja, aber dann kommt aber er jetzt. Muss er vorher machen. Kommt er jetzt. Briefkasten. Hätte man eigentlich schon vor den Kommentaren machen müssen. Meine Güte, sind wir heute verfuchst. Genau. Alles kaputt hier. Genau. Ich habe jetzt hier so ein richtiges Soundboard, kann ich hier rumspielen. Ja, Spaß beiseite. Also die letzten 7 Tage haben verschiedene Leute wieder was bestellt über unsere Affiliate-Links. Zum Beispiel ein Giotto 5392 SF Robocolor Wandtafelkreide, können die es nicht gleich ordentlich hinschreiben? Wandtafelkreide 100 Stück. Klingt sehr nach einer Lehrerbestellung hier, würde ich mal sagen. Ich fürchte es auch. Dann ein Raspberry Pi hat jemand bestellt, Windows 10 fähig. Ein Argitech Monarch 500 schwarz, eine HDTV Zimmerantenne. Und ein Fast Wireless Charger, ein Ladegerät für induktives Laden für einen Samsung Galaxy. Ah, vielen Dank an alle, die das so genutzt haben, unsere Affiliate-Links. Für die, die nicht wissen, was das ist, auf kinocast.net, der Blog, der hier zu diesem Podcast gehört. Da gibt es neben diesen neben und in diesen Blogbeiträgen immer mal so Filmempfehlungen. Sind öfters mal Sachen, Filme, die wir jetzt hier im Podcast selbst besprochen haben oder irgendwelche, die damit irgendwie so ein bisschen verwandt sind, würde ich mal fast sagen. Und wenn ihr dann dort draufklickt auf einen dieser
dieser DVD-Cover oder auf der rechten Seite ist auch so eine Amazon-Klicke hier und unterstütze uns Banner. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr bei Amazon raus und wenn ihr dort dann irgendwas bestellt, egal ob es das jetzt ist, was wir da verlinkt hatten oder irgendwas anderes dann, wenn ihr von dort aus eure Suche startet, dann kriegt der Kinocast eine kleine Provision. Euch kostet das nicht mehr und wir haben ja hier doch relativ hohe laufende Kosten durch das Thema, weil ja die Sendungen sind alle online, also bis zur ersten Ausgabe sind wir jetzt schon bei 483. Das ist also ziemlicher Speicherplatz. Wer möchte, kann sich das ja mal ausrechnen, wie viel das ist. Unser Mathelehrer unseres Vertrauens ist jetzt leider nicht da. Und was das dann so bedeutet an Serverkosten und ja. Oder wenn die Kate zum Beispiel irgendwann mal ein neues Mikrofon gesponsert haben soll, dann müssen wir auch ein bisschen sammeln. Genau, dann nutzt das einfach. Wenn ihr nichts kaufen wollt, könnt ihr uns trotzdem unterstützen. Zum einen zum Beispiel, es gibt noch mehr Möglichkeiten, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Da ist zum Beispiel ganz oben auf kinocast.net gibt es einen Button, der heißt Danke für eure Unterstützung. Wir nutzen zum Beispiel, um hier so diese Kapitelmarken einzufügen in die Sendung. Gerade wenn wir jetzt längere Sendungen haben, ist ja ganz gut, wenn ihr sagt, oh, dieses Thema hier, der eine Film interessiert mich überhaupt nicht, den überspringe ich mal. Oder die Serie habe ich eh schon gesehen, das überspringe ich mal. Dann könnt ihr das ja über die Kapitelmarken nutzen, was ja mittlerweile jede gute App kann für Podcasts oder können sollte, sagen wir so. Und das macht bei uns Auphonic. Die machen dann zum einen diese Kapitelmarken rein, das Coverbild rein, alles automatisch. Also ich habe da nicht mehr so viel Arbeit, dass ich mir die Folge hernehmen muss und da nochmal ein Programm ziehen und da nochmal ein Cover rein und da nochmal irgendwie die Kapitelmarken, sondern das kann ich alles schön direkt dort machen und es erleichtert sehr viel Arbeit und hat man wesentlich mehr Lust, Podcasts aufzunehmen und ist nicht immer so gebremst, wenn man jetzt was publishen will, dass es dann ewig dauert. Und Klangverbesserung macht es auch noch auf Honig und da könnt ihr uns Zeit schenken. Also das kostet einen gewissen Betrag pro Monat und da ist eine gewisse Zeit für das Umwandeln oder Bearbeiten von Podcasts enthalten. Und ihr könnt da draufklicken und ich weiß gar nicht, wie viel man da spenden kann. Auf jeden Fall wird dann halt das, was ihr dort spendet, wenn ihr da auf Klick hier klickt, wird dann halt in Zeit umgerechnet. Und da haben wir dann halt, was weiß ich, eine Stunde mehr oder eine Stunde frei dort für die Umwandlung. Oder natürlich PayPal, das kommt ja direkt an. Da können wir dann zum Beispiel auch mal sowas in Angriff nehmen. Oder Bitcoin geht jetzt auch. Also wenn uns jemand Bitcoin spenden möchte, wer da was übrig hat oder wer da irgendwie Bitcoins meint heißt das, oder mein, wie ist da das Verb davon? Weiß gar nicht. Mining heißt es auf jeden Fall. Genau, dann könnt ihr einfach was rüber schicken. Jo, und die mentale Unterstützung, zum Beispiel einen Kommentar schreiben, das ist auch mal sehr schön, wenn da Kommentare kommen, wie jetzt hier vom Mirko oder vom Super Goofy. Da weiß man, es hört jemand und hat sich jemand Gedanken gemacht und ja. Oder E-Mails schreiben, zum Beispiel an kate@kinocast.net. Für die Kate könnt ihr direkt erreichen. Oder an meine Wenigkeit, eric@kinocast.net. Und was haben wir noch? Sehr gern auch iTunes-Rezension. Ich schaue mal rein, ob da mittlerweile eine neue iTunes-Rezension irgendwie mal eingegangen ist. Ich glaube es fast nicht, weil da... Ja, also wenn ihr iTunes habt und wenn euch dieser Podcast hier gefällt und ihr habt noch keine Rezension geschrieben, würde ich euch doch bitten, geht doch einfach mal dahin. Und die letzte ist vom 17.01.2017 von dem Autor Bingo Bar. Also es sei dem nichts Neues dazugekommen. Wenn ihr iTunes habt und euch gefällt dieser Podcast, schreibt doch einfach was Nettes, wäre super. Werden wir dann nämlich auch wieder ein bisschen höher gerankt in diesem Bereich TV und Film und dann kommen wieder mehrere Hörer dazu, weil wir dann weiter oben platziert sind und so weiter und so fort. Hat dann so einen positiven Effekt, das wäre cool. Und kostet euch ja nichts, außer ein bisschen Zeit. Ja, dann sind wir, denke ich, mal soweit durch, oder? Mhm. Ja. Wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und geht in viele Filme rein, guckt gute Filme. Hatten wir eigentlich die Neustarts? Fällt mir gerade ein. Wir haben die Charts gemacht, ne? Wie, du hast die Charts gemacht, die Neustarts hast du nicht gemacht. Na gut, dann gibt es jetzt noch ein Bonus-Feature für die Leute, die bis jetzt dran sind, die Neustarts. Aber ich wollte nämlich gerade meine Tabs zu machen. Tatsächlich startet jetzt am Donnerstag auch der Film S mit Bill Skarsgård. Und Cars 3 startet auch, da werde ich wohl rein müssen mit dem
mit meinem Jungen. Victoria und Abdul, ein historisches Drama über die unglaubliche, aber wahre Freundschaft zwischen Queen Victoria und Diener Abdul Karim, der zum engsten Berater der Queen wird. Rock My Heart mit Anna-Lena Klenke und Dieter Hallervorden. Gemeinsam mit dem Hengst Rock My Heart, ein Pferdefilm, will die Teenagerin Jana an einem Pferderennen teilnehmen, doch Jana leidet unter einem sehr speziellen Handicap. Die Beste aller Welten, ein Familiendrama über einen abenteuerlustigen Jungen, der in eine Fantasiewelt flüchtet, als seine Mutter in die Heroinabhängigkeit abdriftet. Tal der Wölfe, das ist doch diese türkische Actionfilmreihe, ne? Tal der Wölfe, Doppelpunkt, Vaterland, Fortsetzung des umstrittenen Action-Thrillers über den türkischen Geheimagenten Polat Alemdar, der für den fiktiven Geheimdienst KGT arbeitet. In dieser Wann endlich küsst du mich, den ich vorhin auch noch getippt habe, eine lakonische Tragikomödie um eine Mutter und zwei Töchter, die um ihren Platz im Leben ringen. Und das war's fast. Der läuft bei uns nicht an. City Royale. Eine Actionkomödie über vier Gangster, einen genialen Coup, schnelle Autos und viel Trierer Mundart von Jürgen Becker aus Trier. Aha. Okay, haben wir das auch noch. Vielen Dank, Kate, fürs Mitmachen. Sehr gerne. Bis morgen dann oder auch nicht. Jo, bis morgen. Doch, ich glaube schon. Mit Kapuze. Zieh dir ein gelbes Regenmäntelchen an vielleicht. Oh Gott. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Bis bald im Kinocast.